Hallo und willkommen zurück nach dem abrupten Folgenende in der letzten Folge. Sorry, da hat es bei mir tatsächlich an der Tür geklingelt. Ja, bin ich wieder da? Alles gut, alles Roger. Ja gut, wir waren ja sowieso schon bei, ich glaube, bei 22 Minuten. Ja, sind wir immer noch auf der Raumstation und sollen immer noch weiter untersuchen? Ach du meine. Although it's not recommended to use elevators during a fire, earthquake or the diagnostic station self-torture. Fahrstühle. Ach du heiliger Strohsack. Was ist das denn? Tank mit Gel extrahieren. Magnetischer Hauptschlüssel benötigt. Mit Gel? Oh lol. Jetzt sag mir nicht, das ist ein Wasser- und Getränk- und Essenstank. Nee. Okay, wir haben den Hauptschlüssel nicht mitgenommen, den wir eigentlich hätten gut gebrauchen können. Aber wusste ich jetzt nicht. Egal. Das ist der einzige Werkzeugtool, was ich jetzt nicht mitgenommen habe. Ich lasse ein paar Ressourcen liegen. Hä, wieso komme ich hier nicht rüber? Achso, hier ist eine Kante. Holy Jesus. Wichtig ist, dass wir den Scanner noch mit dabei haben. Die funktionieren ja nicht, ne? Fahrstühle. Essen ist gut. Hauen wir uns mal in den Balch. Hier ist auch nochmal Essen. Okay. Was werden wir hier entdecken? Da sollen wir die Station noch untersuchen. Ich glaube, wir müssen da diese Rose ziehen, ne? Kann das sein, bevor wir jetzt hier weitergehen? Aber ich will hier trotzdem einfach weitergehen, weil es so toll ist. Achtung, eingeschränkter Bereich. Eintritt nur mit Pass möglich. The main diagnostics room. You can say that this is the brain of the whole diagnostic station. And his brain is malfunctioning. You are the one who's malfunctioning, you funerary diaper. Grabwindel. An die Arbeit, Kamera. Ach, du heiliger Strohsack. Was zur Hölle? Okay, bevor wir uns das angucken, würde ich sagen, gehe ich erstmal da die Rose ziehen. Die Rosehose. Ja, das wird ja noch sehr, sehr spannend. Ich, habe ich mir die Arbeit umsonst gemacht mit meinem Lager und so? Puh. Dass es nochmal so groß wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, dass es so Übermaß nimmt. Dumm, 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 dumm. Ich komme, Rose. Ich nenne sie Rose. Was wird passieren, wenn wir die Rose ziehen? Ja, ich glaube, wir müssen die Rose ziehen. Was ist das hier? Ist das auch so ein Gel-Tank? Tatsächlich. Aber was ist Gel? Ist das dieses Nahrungsgel? Hm. Naja, dann wollen wir mal. Hi, Rose. Are you messing around with me? Put it, oh yes, back in. Oh, you jerk. This diagnostic station is faulty, but we don't have any other one. The excess voltage is melting its circuits. You need to bring it to its senses somehow. Back to your senses, you dirty undies with a helmet. Dreckige Unterhose mit Helm, wenn sie nicht aufhören, auf mich zu kommen. Hebel. Ein Schalthebel. Ich habe keine Ahnung, was er bei der Diagnostikstation macht. Diagnosestation macht. Aber ich weiß mit Sicherheit, dass er erstaunlich schön ist. Zusammen mit dem Weihnachtsbaum Lufterfrischer macht ein solcher Schalthebel jeden Schrottkarren zu einem Meisterwerk der Autoindustrie. Jetzt müssen wir da hinten hin. Okay. Ja, ich will nicht immer an Schalter und Hebel ziehen, weil ich immer Angst habe. Weil ich immer sehr, sehr große Angst habe. Dass wir was falsch machen, weißt du, dass wir irgendwie... Dass wir irgendwas schon triggern, was wir eigentlich hätten vielleicht noch gar nichts machen sollten. Aber gleichzeitig habe ich auch Angst, voranzuschreiten. Dass wir schon was sehen, was wir vielleicht erst später sehen sollen. Ja, es ist immer so ein Zwiespalt und naja, egal. Dann gucken wir jetzt mal.
Wahrscheinlich werden wir jetzt erstmal auf der Station verweilen, würde ich behaupten. Ich glaube nicht, dass wir jetzt im Weltraum viel sein werden, aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren. The central processor. I thought such a fragile thing should be protected somehow and not be just sticking out of the floor like this. I stick out and in however I want. Ich stehe raus und herein, wo immer ich will. It looks like we'll have to remove the excess voltage first. Okay. Hier liegen auf jeden Fall noch überall Ressourcen rum. Oh, da will ich auch überall noch erkunden, das ist so interessant. The central processor protection control console. Erstelle und installiere die Kuppel. It's not working. No, something's wrong. Es war so klar. I see. Someone removed the protection from the processor and tried to connect it directly to the coffins. I don't. Beschädigte Blöcke, geschmolzene Datenblöcke aus den Särgen. Den Überresten der Kabel nachzuurteilen, wurden die Blöcke in der Eile grob herausgerissen. Was bedeutet, dass die Person, die sie herauszog, grob in Eile war. Ich fühle mich wie Sherlock. Ja. Erstelle und installiere die Kuppel, also hier. Erstelle die Kuppel vor allen Dingen. Wir haben ja noch gar keine Blaupause dafür. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal weiter untersuchen. Was ist da? Wo geht's da hin? Gott, ist das alles so riesig. Und die Musik dabei. Nur für Mitarbeiter. Bin zwar kein Mitarbeiter, aber ich gehe mal dahin. Finde ein Steuerungselement. Finde einige Steuerungselemente. Okay. Die Kuppel. Spannend, spannend. Da werden wir bestimmt reinkommen, aber ich gucke erstmal da, was da offen ist. Ich habe immer auch gleichzeitig so die Angst, dass eine Tür sich irgendwie schließt. Hinter uns. So, trinken. So, die brauchen wir nicht. Es gibt ein Voice-Control-Module der Station hier, as well as its speech filters. Maybe that's why it keeps calling us names. Well, maybe it's because you're a useless garment that keeps babbling too much. Schön. So, Gravitationsding nehme ich mal mit. Das ist so selten, dass so was Neues. Kann sein, dass wir vielleicht das brauchen werden. Audioaufnahme. Rebecca Black Monday, 18 Stunden in der Schleife. Ein berühmtes Lied, obwohl, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht viel über Musik. Also ist es schwer für mich, sie zu beurteilen. Es ist schwer, es zu hören, aber noch schwerer, es zu beurteilen. Okay, das können wir aber, glaube ich, hier nicht bedienen oder so. Ich weiß, ich kann das alles immer alles mitnehmen, aber ich habe immer Angst, dass wir uns... Ausrüstung. Ich habe Angst, dass uns das Inventar vollmüllt. Wir haben ja schon ein bisschen was gesammelt, so ist ja nicht. Kommen wir hier rauf? Nee, okay. It's locked from the inside. Es ist verschlossen. Es ist verschlossen von innen. Nein, nein, Resident Evil Logik, nein. Aber gut, hier kann das vielleicht möglich sein. Ja, und nu? Haben wir denn eine Blaupause bekommen? Dafür? Ah, haben wir bekommen. Nicht leitfähiges Gel zweimal. Ach du Heiliger, oh nein. Viermal Blei und zweimal Kabel. 1, 2. Okay, ich nehme alle Ressourcen mit, was wir so haben. Also müssen wir zum Schiff zurück und dann bauen. Okay, alles klar. Gut. Die Ressourcen, die wir brauchen, nehme ich mit. Oder beziehungsweise generell alle Ressourcen, die wir finden. Kabel hatte ich auch schon gesehen. Blei. Wie viel haben wir denn Blei? Viermal Blei, das passt.
Wir brauchen bestimmt noch die andere Hälfte der Kuppel, weil das sah aus, als wäre das nur eine Seite. Das sieht aus, als wäre das größere Koffer. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die vielleicht demnächst kriegen. Und wir müssen hier irgendwie Gel extrahieren. Das heißt, wir brauchen den magnetischen Hauptschlüssel, den wir bauen müssen. Dazu brauche ich Magneten. Warte mal, ich habe Magnet gesehen. Der heißt ja auch magnetischer Hauptschlüssel. So. War nicht hier gerade irgendwo Magnet am liegen? Wo habe ich den denn gerade gesehen, den Magnet? Hier ist noch Kabel. Da. Einmal. Da hinten, glaube ich. Und ich glaube, ganz am Anfang der Station lag, glaube ich, auch irgendwo Magnet. Dort, wo wir gespawnt sind oder quasi, wo wir angekommen sind. Und wie ich mir schon dachte, dass wir erstmal eine gewisse Zeit jetzt wahrscheinlich auf der Raumstation verweilen werden. Aber ist ja nicht schlimm, haben wir keine Probleme mit Sauerstoff. Da ist noch ein Magnet. Gummi nehme ich auch mal mit. So langsam wird's voll. Gummi nimmt immer zwei Plätze ein. Metall. Werden wir bestimmt brauchen. Jetzt ärgere ich mich, dass ich diesen Schlüssel nicht mitgenommen habe. Wir haben den nämlich. Oder? Nee, der... Oder doch, ich glaube, wir haben den auf der alten Station. Aber wir können ja nicht zurückreisen. Das stand ja da. Egal. Wir werden das auch so schaffen. So, das, was wir brauchen, nehme ich mit. Das, was wir nicht brauchen, lasse ich hier. Magnet. Wasserflasche brauchen wir gerade nicht. Blei, ja, nehme ich mit. So. Metall. Ja, Essen, Nahrung, alles schön. Blei. Ah, wie cool, dass man mit dem Schiff halt auch fliegen kann. Das ist ja mega. Das ist ja richtig cool. Please. So. Wir brauchen den magnetischen Hauptschlüssel. Dickes Isolierband. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Zweimal Gummi. Können wir herstellen. Da ist der Hauptschlüssel. Sehr schön. Gut, ich würde ein paar Sachen lagern. Warte mal, was brauchen wir denn jetzt noch für die... Achso, wir müssen gucken, wie in der Kuppel, ne? Was brauchen wir denn für die Kuppel eigentlich alles? Nein, das ist bei Gegenstände da. Nicht leitfähiges Gel. Wir brauchen nur noch zweimal Gel. Zweimal Blei, zweimal Kabel. Den Rest lagere ich erstmal ein. Zweimal Kabel, zweimal Blei. Und das leitfähige Gel, ne? So, zweimal Blei, zweimal Dings. Das lagere ich auch ein, das Gummi auch. Und den Blaster packe ich auch erstmal weg. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Den Hebel behalte ich mal. Einen Koffer würde ich mitnehmen. Den würde ich mir vielleicht einmal hier platzieren. Nur einfach zur Reserve, dass wir... Oder kann ich ihn am Bett legen? Am Bett wäre der, glaube ich, ganz geil, oder? So, guck mal. Ach, super. Das ist doch klasse. So, jetzt lass mal eben schauen. Mache ich mal den hier. Gut, wir haben eigentlich alles, ne? Weil das Kabel weiß ich jetzt nicht, diesen Hebel, ob wir den brauchen. Aber den magnetischen Hauptschlüssel können wir jetzt dazu nutzen. Wo ist er denn? Da. Um dieses Gel zu extrahieren. So. Was ist mit Rose los? Rose, was ist los mit dir? Bist du so geil oder was? Hier, können wir das Gel auch extrahieren. Einmal, nicht leitfähiges Gel, okay. Ach, in jeder Dings ist nur einmal oder was? Ach du Heiliger. Ist da hinten auch noch was in der Ecke? Nee. Okay. So, haben wir zweimal.
Ein Spezialgel zur Dämmung von Strahlung, Wärme und elektrischen leitenden Eigenschaften von Materialien. Theoretisch kann man es auf die nackte Brust auftragen und ohne Raumanzug in den Weltraum springen. Aber aus irgendeinem Grund würde man das nicht tun wollen. Ja, wir schaffen das. Wir sind schon so weit gekommen. So. Gut, dann erstellen wir mal die Kuppel. Ach, viermal Blei. Entschuldigung. So, jetzt aber. Bedenken wir, dass dieses Ding leicht in der Tasche passt. Ich weiß nicht, warum der Raumanzug immer wieder die Szene herausschneidet, in denen ich über tonnenweise Gegenstände schwitze, aber allen meinen Leistbrüchen werden auf sein Gewissen lasten. Ich hoffe, diese Kuppel ist wirklich so notwendig. Vor allem ist das nur eine. Wir brauchen bestimmt zwei. Aber das sieht aus, wäre das nur links die Kuppel. Ich würde verwetten, dass wir zwei brauchen. Würde ich jetzt einfach mal... Naja, aber da steht ja, erstelle und installiere die Kuppel. Ja, ja. Erstelle und installiere die Kuppel, heißt für mich eine. Rose, ich bin gleich bei dir. Ich korrigiere dich, ne? Sie sieht mich an, guck mal. Sie hat ein großes Auge. Kann es sein, dass wir mehr Trinken und Essen verlieren, wenn wir rennen? Bestimmt, ne? Aber diese Gänge sind hier so unheimlich lang. Ich will jetzt nicht unbedingt so laufen. Das wird ein bisschen dauern. So. Okay. Rose, I'm coming. Ich gönne mir mal eine Wasserflasche. Einfach, weil wir es können. So. Lalalala. So, die Kuppel installieren. Wie mache ich das? Wo mache ich das? Einfach hier installieren. Finde einige Steuerelemente. Leave my processor alone. Nein. Wenn es der Station nicht gefällt, dann machen wir es richtig. Ja. What kind of people are you? It looks like the unprotected processor was causing power supply overload. This should help a little. You better help yourself, sweat-smelling piece of junk. Das geht nicht. Bedienfeld ist außer Betrieb. Okay, wir müssen jetzt da unten rein. Starte die Station neu. Aber wir müssen ja erstmal da reinkommen. Das ist ja nur für Mitarbeiter. Was brauchen wir dafür? Jetzt kommen wir hier rein. Okay, jetzt sind wir ein Mitarbeiter. Was ist das denn da hinten? Was ist das? Reduziere die Geschwindigkeit des Rotors. Oder der Rotoren. Zugriff gewährt. Hier kommen wir nicht rein, ne? Nein. Da hängt irgendwas dran. Irgendwas ist da dran. Ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung. Ach schön, hier ist noch ein Mob. Okay, hier hinten scheint aber nicht zu sein. Ist ja ein Traum. Was geht hier ab? It's not working. You should first press the left one, then the right one, or maybe the middle one. Too many combinations. Perfect. You managed to break the rotor. It doesn't matter.
didn't hit you. Die Spiel wird immer besser. Ups, ich glaube. Ups, Entschuldigung, Rose. Ich wollte das nicht. Ach, wie schön. Schmutzzensur. Leider kann der Gegenstand in deinem Land nicht dargestellt werden. Es ist schwer zu sagen, wer das an Bord des Schiffes gebracht hat. Um ehrlich zu sein, ich habe noch nie etwas Ekligeres als das hier gesehen. Und ich glaube nicht, dass ich das jemals tun werde. Der Urheber war eindeutig krank im Kopf. Schön. Oh, Titan, nehmen wir mit. Ja, ich, okay. Plastik. Ja, nehme ich mal mit, vorsichtshalber. Aluminium auch und Batterie. Die sind mir so sehr auffällig, diese Orangen. Debugging-Bereich. Diese Koffer sehen mir sehr verdächtig aus, dass wir die vielleicht bald kriegen. Bin mir aber nicht sicher. Es ist nur eine Vermutung. Okay, wir haben noch Platz im Inventar, so ist nicht. Oh, Glühbirnen, nice. Wo kommen wir denn jetzt hin? Oha. Ich komme mir gerade vor, bin ich im Phantasialand in diesem Space-Dingen am rumlaufen. Wie so ein Labyrinth hier. Oh. Oh, ja, oh. Oh, ja, ein Blaster. Ich nehme ihn mal mit. Warum wir ihn kriegen, weiß ich nicht. Werden wir rausfinden. Gönn ich mir mal. Oh, da ist ein Medipack. Warum kriegen wir jetzt ein Medipack und eine Waffe? Puh, da sehen wir unseren Schatten. Juhu. K06, okay. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Alien Isolation hier so. Oh, das war ein großartiges Spiel. Übrigens aktuell kostenlos im Epic Store. Entferne die überschüssige Spannung, neue Aufgabe. Stopp. Kostenlos im Epic Store. Alien Isolation kann ich jedem empfehlen. Mein Lieblings. Okay, mein Lieblings-Horrorspiel auf einer Raumstation Alien Isolation sieht immer noch unfassbar gut aus. Neutralisieren. Ja, Kumpel, das, was haben wir hier? Alternative Technik. Was? Die Buchreihe ist in Fußstapfen von 50 Schattierungen. Alternative Technik durch physische Unterdrückung eines Objekts. Was? In ihren früheren Büchern wie Alternative Medizin durch Strangulation und alternative Programmierung mit Verband, mit einem Verband, hat die Autorin bereits das Thema psychoemotionale Persönlichkeitsveränderung als Reaktion auf belastende körperliche Interaktion angedeutet. In ihrem neuen wissenschaftlichen Werk wird die berühmte Schriftstellerin des Geheimnisses der erfolgreichen Konstruktion komplexes selbstlernender Systeme durch das Prisma des Leidens eines gewöhnlichen Roboters enthüllen. Eine weitere alternative Methode von einem anderen alternativen begabten Autor. Ich erinnere mich, dass ich das gelesen habe, als ich versucht habe, eine unangenehme Krankheit zu heilen. Die Krankheit wurde schnell zu zwei weiteren Krankheiten und ich musste mich dringend der traditionellen Medizin zuwenden. Schön. So. Neutralisieren. Alter, was ist mit der? Die ist ein bisschen geil, oder? Kann das sein? So. Oh, nehme ich mit. Ja, Plastik lasse ich jetzt mal liegen. Schlagen. Handlicher Schaber. Hammer! Das funktioniert. Das funktioniert immer. Mit dem handlichen Schaber, der unendlich geht, klappt das immer.
So, meine Freunde, ich würde sagen, in einer weiteren Folge starten wir die Station neu. Und dann sehen wir, wie es da weitergeht. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also macht's gut, tschüss.